Die Scheinwerfer am neuen Actros. Fahr- und Fernlicht bestehen hier aus zwei Einzelreflektoren. Beide Reflektoren werden deshalb separat eingestellt. Vorab gilt jedoch, Motor einschalten und Actros auf Fahrniveau bringen. Auch die Lichter werden allesamt eingeschalten. Außerdem ist die Ablenkung des Scheinwerfers vom Typenschild an der B-Säule abzulesen. In unserem Fall 12,5 cm. Und dann geht's los. Öffnen Sie die Vorbauklappe an der Fahrzeugfront. Das Scheinwerfer-Einstellprüfgerät wird an den zwei darunterliegenden Schrauben ausgerichtet. Die Schrauben müssen mit der Linie im Prüfgerät übereinstimmen. Entfernen Sie am Scheinwerfer dann erst einmal die Blende. Sie benötigen hierfür einen Steckschlüssel. Teilenummer A000581-5501. Am neuen Actros werden die zwei Einzelreflektoren über Schrauben eingestellt, die sich hinter der Blende verbergen. Zum Vergleich, beim Vorgängermodell bestehen Fahr- und Fernlicht aus einem gemeinsamen Reflektor. Die Einstellung erfolgt über zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers, hier hellblau. Der Nebelscheinwerfer wird separat eingestellt, hier gelb. Beim neuen Actros werden Fahr- und Fernlicht getrennt eingestellt, das Fahrlicht über zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers, hier rot. Das Fernlicht über zwei seitlich angebrachte Schrauben, hier grün. Beim Nebelscheinwerfer hat sich dagegen nichts geändert. Für Fahr- und Fernlicht wird das Prüfgerät gemäß dem Typenschild auf 12,5 eingestellt. Wir überprüfen zunächst das Fahrlicht. Richten Sie das Prüfgerät entsprechend aus. Kontrollieren Sie die Einstellung. Trennstrich und Knicklinie sollten eigentlich mit der Zentralmarke übereinstimmen. Die Ausrichtung des Fahrlichts wird über die zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers korrigiert. Stimmt die Einstellung, geht's weiter zum Fernlicht. Dafür muss das Prüfgerät neu eingerichtet werden. Und auch hier zählt erst einmal der Kontrollblick. Der hellste Punkt sollte die Zentralmarke treffen. Korrigieren Sie das Fernlicht also über die Schrauben seitlich des Scheinwerfers. Und zwar so lange, bis der hellste Punkt mit der Zentralmarke übereinstimmt. Entnehmen Sie die Ablenkung für die Nebelscheinwerfer dem WIS-Dokument AP82.10W8260A. Ein Kontrollblick, die Einstellung stimmt mit dem Trennstrich überein. Der Scheinwerfer auf der Fahrerseite ist einsatzbereit. Wiederholen Sie die Prüfung auf der Beifahrerseite.